Hallo und herzlich willkommen zu Heiners Küchentipps Folge 1. Ja, mal gucken, ob es davon überhaupt noch mehr Folgen geben wird. Ja, heute würde ich euch gerne zeigen, wie ihr einen Blumenkohl super schnell zerkleinern könnt und das Ganze ohne Messer. Allerdings braucht ihr eine große Schüssel, würde vielleicht auch ohne gehen, kann dann aber passieren, dass ihr ein paar Blumenkohlröschen vom Boden aufsammeln müsst. So, wir haben also hier die Schüssel und den Blumenkohl natürlich. Und normalerweise würde man jetzt irgendwie mit dem Messer hier die ganzen Blätter abmachen oder auch mit der Hand abmachen und dann sozusagen die einzelnen Strünke, also die einzelnen Rosen so nach und nach rausschneiden. So, wir machen das ganz einfach so. Ihr fasst sozusagen oben an, also oben an der, an dem eigentlichen Blumenkohl. Haltet den so fest und haut den ganzen dann in eure Schüssel rein oder wenn ihr es halt ohne Schüssel macht, einfach aufs Brett. Wenn es vom ersten Mal nicht gereicht hat, dann noch ein zweites Mal. Könnt dann hier die einzelnen abmachen. Manchmal klappt das nicht so ganz. Kann man den Rest hier noch ein bisschen klein brechen. So, dann habt ihr quasi diesen Strunk, der übrig ist. Die restlichen grünen Blätter könnt ihr dann sozusagen einfach noch raussammeln. Könnt ihr dann in eure Gemüsebrühe schmeißen oder was auch immer man daraus sonst noch machen kann. So, und dann habt ihr ganz schnell solche Blumenkohlröschen. Die könnt ihr natürlich jetzt noch kleiner schneiden und was auch immer damit machen, was ihr möchtet. Ja, so schnell kann es gehen. Schon habt ihr ganz viele kleine Blumenkohlröschen. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Das nächste Mal zeige ich euch, wie ihr richtig eine Möhre schält. Und zwar nur mit einem Nassrasierer. Tschüss!